Wenn das mal nicht sogar Feinde sind. Oder? Ah, nee, der ist hier. Oh, shit, den hat... Die haben den gefangen genommen. Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen nochmal zurück hier auf meinem Kanal. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Jagd, wo wir gegen den Hans angetreten sind. Und ich bin gespannt, wie er jetzt reagieren wird, nachdem wir... Wie viel Fleisch haben wir? Haben schon ein bisschen was. Lass mal schnell gucken. Nahrung. Ja, also haben locker 100 Fleisch eingesammelt. Und genau. Ich werde jetzt die Zeit ein klein wenig vorspulen, um zu schauen, wie der jetzt darauf reagieren wird. Lalalala, jetzt gehen wir ins Lager. Und lassen uns jetzt mal bis um 12 gut gehen. Schauen wir mal, was kommen wird. Du, 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 du. Du, du, du. Ist er schon hier? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Wir haben ja noch Dörrfleisch, dann können wir das essen. So ist gut. Er ist aber noch nicht da, ne? Hier steckt noch unser Pfeil im Boden. Oh, den können wir sogar nehmen. Gut. Ah, jetzt ist abgeschlossen. Ist der denn schon hier? Jagdgebiet, Hirsche. Ah, da sieht man auch ein bisschen die Jagdgebiete. Interessanter Ort. Oh, ist echt weit weg von Ratai. Na, wo bleibt der gute alte Hans? Kehre zum Lager zurück. Aufgabe begonnen. Haben wir geschafft. Warte auf Hans. Dann setzen wir uns doch so lange hin. Und ja, warten wir, bis der gute alte Hans kommt. Das ist übrigens gerade der dritte Part, den ich an einem Stück aufnehme. Für mich ist es immer noch Sonntagabend. Seht ihr vielleicht, weil immer noch alles genau gleich ist wie in den letzten zwei Parts. Von dem her, ja, ist halt so. Genau. Ich hatte einfach mega Bock gehabt, heute ein bisschen zu zocken. Und hat ja auch positive Vorteile. Dann habe ich für die nächsten drei Tage schon mal Videos vorproduziert. Also Kingdom Come Deliverance. Ich habe ja noch trotzdem andere Projekte, wo ich jetzt dann starten möchte. Wie lange müssen wir warten, bis der kommt? Der ist sicher wieder 1000 Jahre zu spät. Ich wette mit euch. Oder ist das der unten? Nee. Ah, da müssen wir den Ring hin... Ah nee, das ist doch ein bisschen weiter weg. Oh, ich freue mich drauf, Leute, wenn wir ein Pferd haben. Ein eigenes Pferd. Komm, wir warten jetzt wirklich mal eine Stunde. Er hat gesagt, kurz nach der Mittagszeit. Und für mich ist ab 12 Mittag. Gut, von 12 bis 13, 13.30 Uhr. Gucken wir mal. Was du drauf hast. Ah, da ist er ja. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Der hat 100 pro mehr. Weshalb fragst du? Du bist mir die ganze Zeit im Nacken gesessen. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns recht. 35 Groschen. Finde ich jetzt echt nicht schlecht. Und langsam wird mir der Hans sogar ein klein wenig sympathisch, muss ich ernsthaft sagen. Was ist mit dem seinem zweiten Hund passiert? Der hatte doch zwei Stück gehabt. Ich habe aber keine Pfeile mehr. Was soll ich denn jetzt machen, Bruder? Jetzt jagen wir weiter, oder wie? Bin gespannt, wie der denkt, dass es weitergehen soll. Ob wir jetzt diesmal Hirsche jagen gehen oder was auch immer. Aber wie gesagt, langsam wird er mir echt sympathisch sogar ein bisschen.
Und 35 Groschen ist jetzt nicht wenig. Vor allem, ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit den Groschen anfangen kann, das muss ich mal im Internet nachschauen. Wenn einer von euch eine Idee hat oder weiß, was ich mit dem machen soll, mit den Groschen, bitte schreibt mir das in die Kommentare, damit ich das berücksichtigen kann für den nächsten Part. Weil ich weiß wirklich nicht, was ich mit denen machen soll. Also, ja, sobald ich dann den Part mache, nachdem ich das Kommentar gelesen habe, werde ich das berücksichtigen. Abgesehen davon, weil wir haben ja eine Wette mal gegen Hans verloren und da mussten wir die Groschen hergeben, aber das hat ja nicht das Geld beeinflusst, was wir in der Tasche hatten. Man sieht nur den Wert von den Groschen, aber verkaufen kann man sie nicht beim Händler. Also wäre schön, wenn mir das mal einer von euch mal in die Kommentare knallen würde, wenn der weiß, was ich mit den Groschen anfangen kann. Ich will auch ein Pferd. Und das würde ich wahrscheinlich Betty nennen oder so. Hauptsache, es klingt lustig. Oder Prego, wie das Pferd von Herr der Ringe von Aragorn. Das wäre auch gut. Wo reiten wir eigentlich hin, Hans? Hans? Hallo? Finde ich cool, dass die Quests hier auch mal wirklich eine etwas längere Zeit, also ich meine, die beanspruchen ja wirklich hier ein bisschen Zeit, die Quests, einen ganzen Tag mit dem Jagen zu gehen. Ich meine, in vielen anderen Games machst du so 5 bis 10 Minuten irgendeine Aufgabe und dann ist der Quest fertig, wenn es heißt, hier, geh mit dem mal jagen. Hier brauchst du ja allein schon fast 10 Minuten, um überhaupt mal den Weg hinter dich zu lassen oder zurückzulegen. 10, 15 Minuten. Okay, ist ja vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Oh, da vorne ist ein Rehe, Hans. Ist das nichts für uns? Was ist mit dem zweiten Hund passiert? Hast du den aufgegessen, weil du Hunger hattest unterwegs? Hans! Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Oh, Wildschweine sind aber gefährlich. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Ja, ich weiß aber... Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Ich will mal kurz schauen, wie man croucht. Einen Moment. Einstellungen, Steuerung, allgemein, Bewegung, Spurten, Sprinten, Ducken, ein, aus, mit C. Das soll einmal auch mal gesagt sein. Brauchst du Hilfe? Folge dem Herrn Hans. Ich habe aber keine Pfeile mehr, Junge. Also einen habe ich noch. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss, aber warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Geh zu und lernen. Oh, das kommt gar nicht gut. Ja, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem... Scheiße! Ihm nach! Fast! Jetzt sind es wieder zwei Hunde! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Müssen wir auch aufs Pferd, oder wie? Jetzt muss ich dem auch noch folgen. Euer Ernst? Na dann los. Folge dem Herrn Hans. Spiel gespeichert. Das ist auch schon mal gut. Er hätte mich ja mit aufs Pferd nehmen können. Jetzt mal ohne Scheiß. Nein, also das ist jetzt echt ein bisschen mager, was er da macht. Bringe das Wildschweinaufgabe fehlgeschlagen. Bringe das Wildschwein zu streiten. Nein! Nein, 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 nein. Okay, aber die Aufgabe ist vielleicht... Hä? Oder hätten wir das jetzt noch erledigen können, das Wildschwein? Keine Chance. Oder war das da unterwegs gewesen? Jetzt muss ich den Herrn Hans finden, oder was? Ja, ich habe doch keine Ahnung, wo der ist. Muss ich jetzt quer durch den Wald rennen und ihn suchen? Muss gucken, der ist sicher noch vom Pferd gefallen oder irgend sowas. Irgendwo hier muss der sein. Das ist ja ein Gebiet, was hier markiert ist. Ist das ein großes Gebiet? Es geht.
Irgendwo hier muss der sein. Da unten ist ein Lager. Wenn das mal nicht sogar Feinde sind. Oder? Ah, nee, der ist hier. Oh, shit, den hat... Die haben den gefangen genommen. Oh, shit. Nein, wie soll ich denn das schaffen? Oh, jetzt... Nicht wahr, oder? Oh, warte schnell. Habe ich noch mein Schild? Ah, verdammt. Hat er gestern deine Mutter gefickt, hat er gesagt. Ah, dieser blöde Pfeilschütze. Hä? Keine Chance. Komm schon. Oh, Wichser. Schon. Nein! Ah, verdammt! Ja! Den haben wir! Komm schon! Und noch der andere! Wo ist denn der? Oh, wir haben keine Energie mehr! Komm schneller! Bevor er sein Schwert rauspackt. Nein! Schnell! Nein! Wir sind gestorben, Leute! Scheiße! Schade. Aber wir haben ja abgespeichert. Okay. Leute, ich sehe gerade, es tut mir mega leid, aber ich muss leider weg, das heißt, ich muss den Part an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr wollt auch so sehen wie ich, wie es das nächste Mal weitergeht. Und vielen Dank, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Auch wenn der Part ein bisschen kürzer wäre, ich bin mir schon am Versprechen. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und freut euch auf morgen. Da hau ich dafür eine halbe Stunde Part raus, verspreche ich euch. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten, bewertet das Video ruhig und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.